Okay. Das ist ziemlich erfolgreich mittlerweile. Mhm. So, wir sind wieder da. Nach einem mega Hustenanfall. Ja, jetzt klingst du noch schlimmer als vorher. Danke! Wir lieben dich trotzdem. Ja, was wollen wir nicht mit dir? Schlaf heute aber heute bei ihm, ne? Ich trinke noch ein bisschen Medizin. Also wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, komme ich einfach zu dir rüber. Na klar. Ich wüsste mir heute Nacht geschnarcht. Ja, wenn du krank bist, dann kommt das fast. Meinst du, wenn ich schnarch, weck mich einfach, der war nicht wach zu kriegen. Die hat es wahrscheinlich gar nicht versucht. Doch, nicht hab richtig. Ich. Nee. Das ist immer so gemacht. Ja, davon genau, ich auch nicht auf. Genau, einfach so gemacht. Ich hab grad gedacht, ja, das merke ich jetzt noch nicht mal. Obwohl ich sehe. Bla bla, wir legen das nicht. Wollt ihr nicht wehtun. Wir brauchen Rubine, Leute. Dinge, Dinge. Die ist die Karte in meiner Hand. Und für nicht lang und für eine weitere. Toll. Jetzt können wir genau eine nicht übersetzen. Wie viele haben wir bitte noch übersetzen? Nur noch eine. Nee, ich glaube mehr. Eine oder zwei noch. Machen Sie sogar drei? Guck mal nach. Ja, ach fast. Nee, das ist eh das falsche Menü. Wir müssen hier rein. Ich glaube, es sind noch drei. Eins, zwei, die hatten wir. Ah, okay. Haben wir alle. Genau eine. Eine einzige. Ah, okay, gut. Okay, du wolltest doch Präludien, da gibt's doch... Wir brauchen nur 50 Rubine. Geh doch einfach aufs Meer und sammelt nur ein paar Kisten hoch. Ja, wir können kurz nach Präludien gehen zu Anima. Oder einfach hier mal kurz die ganzen Grasdinger kaputt machen, vielleicht langt das ja schon. Klaus G. Oh, da wollen wir gar nichts drauf heute. Das reicht bestimmt. Aber vielleicht wenn wir hier so ein... Oh, das sieht voll schön aus. Heute kommt gar nichts, ne? Hier ist nichts. Ich glaube genau deshalb, damit du woanders sein musst. So, das hat Nintendo sich gedacht, ja, wir sind so richtig scheiße zu euch. Wieder Handgegner. Runter, rechts, links, hoch. Nur noch schnell den Sturm rufen. Nachts würde ich zu dir. Stimmt, wir wollten noch ein Zelda-Lied aufnehmen, ne? Ja, wer schreibt den Songtext? Wir haben auch schon gesagt, wir müssen noch ein Digimon-Medley aufnehmen. Ja. Oh, da bin ich dabei. Ja, du kannst die komischen Frauen-Songs singen, die das merkwürdig sind. Oh nein, ich geb die Hoffnung nicht auf! Krass, was ich sage, ich werde nicht Mimi-Songs singen. Das ist so scheiße. Was steht denn da hinten so? Das ist alles. Ach, da ist sogar ein Triforce-Splitter. Echt? Ja, das hin, ist. Hin, hin! Ja, immer mit der Ruhe. So, also Leute, wir haben nicht mal Zeit verschwendet. War geplant? War. War geplant? Weg ist es. Es ist einfach weg. Oh. Sind noch weiter vor? Ja, nein, wir stehen genau perfekt. Super. Das Schlimme bei dem Wasser bei Wind Waker ist, solange du keine Wellen hast, und die Wellen erscheinen ja immer nur ganz kurz, hast du auch keinen Orientierungspunkt. Weil du, es ist ja alles nur blau und ich glaube, genauso fühlt sich ein Seemann auch auf hoher See. Du hast einfach gar keinen Orientierungspunkt. Du hast einen roten Triforce-Splitter gefunden. Jetzt fehlen nur noch was rote Sechsleiter. Was passiert eigentlich, wenn wir alle Triforce-Splitter haben? Das freuen wir uns. Der Triforce des Mutes setzt sich zusammen. Und dann? Und dann können wir mit Hilfe der Macht nach des Triforce wieder zurück nach Hyrule, um dort dann irgendwas mit dem roten Leuenkönig zu machen. Und dann, ja. Zu der Zeit, als... die ersten Zelda für den N64 rauskamen. Die ersten Zelda für den N64. Die ersten Zelda-Titel für den N64 ja. Rauskamen. Das schippe ich doch hin, Dinge. Dachte man auch noch, so als kleiner Bub, Hyrule heißt Hyrule. Hyrule? Ja. So kann man es auch nennen, glaube ich. Muss weiter vor. Kann ja wieder nicht vorwärts fahren. Langt, oder? Ich glaube jetzt. Sehr schön. So. 50 Stück langt dann immer noch nicht, dann brauchen wir noch zwei. Du weißt, wie viel da drin ist, und dann wird ein Rubin oder sowas. Besser als nichts. Das stimmt. Glücksamulett. Hat man noch nicht. Oh, Violett. Ein violetter Rubin. Schlankt aber nicht. 50 grüne Rubine. Doch, reicht. Nein. Nee, fehlen genau drei Stück noch, ne? 12. 398. Ach ja. Ich war bei 390.
einfach einmal unten im Haus krabbeln und dann... Da ist ja nichts mehr jetzt. Oh, schade. Das ist ja unser Problem, aber hier auf Präludien gibt's halt so viel Gras, was man hier so... Was dachte sich Nintendo noch einmal? Sie dachten sich... Wir nerven mal. Wir machen es euch jetzt schwer. Da hinten sind aber... Hm. Oh ja, danke Nintendo. Vielen Dank. Wir können ja auch nochmal in den Dungeon der... Da hinten ist noch was. 50 Nervensägen gehen. Oh nein! Vergiss es! Da gibt's doch ganz unten noch ein Herzalarm gehört. Ja, das wurde, haben wir vergessen. Da, Leute, in den Dungeon, wo wir gefühlt 30 Minuten drin waren, haben wir leider die letzten 10 Ebenen vergessen und dementsprechend fehlt uns da ein Herzteil. Wer hat es mit den 30 Minuten behauptet? Der ist doch ein Idiot. Jamie war das. Jamie, du bist ein Idiot. Wenn ich ihn je kenne, werde ich ihn ins Gesicht sagen. Der will vorbeikommen und wir machen eine super Smash Bros. Session. Och nein, da bin ich nicht dabei. Super Smash Bros. Ist voll toll. Boah, ich bin ja voll schlecht. Warum bin ich jetzt hier hin? Wegen einem Rubin? Ja. Ist das euer Ernst? Ja. Toll. Bitte. Danke, Nintendo. Da ist noch einer. Nintendo ist eigentlich voll tight. Nur, es gibt so zwei, drei Leute aus dem Team Zelda, die jetzt irgendwie kacke sind. Oh. Hallo? Ja, die Storywriter sind eigentlich ziemlich gut, aber die Game Designer sind irgendwie so ein bisschen. Ich freue mich jetzt schon auf Hyrule Warriors. Aber es wurde ja bereits bestätigt, dass Hyrule Warriors kein offizielles Zelda wird und dementsprechend auch irgendwie nicht den Titel The Legend of Zelda tragen wird. Was ich ziemlich okay finde, also... Bei der Oma ist, wenn du jetzt dann hochgehst, rechts auf der Veranda ist nochmal so ein Krug. Ich sag mal, es muss ja nicht unbedingt ein The Legend of Zelda Teil sein. Aber ich finde halt das Universum klasse und ich finde das Gameplay von Hyrule Warriors oder wie auch immer es dann letztendlich heißt. Wie, wenn es denn überhaupt so wird? Ja. Also Nintendo ist ja nun riesig bekannt dafür, dass sie im letzten Moment auch nochmal alles über den Haufen schmeißen. Aber es sah halt jetzt bei der Vorstellung ziemlich geil aus. Das wäre etwas, was ich wirklich feiern würde. Also da hinten ist noch ein Rubin-Säge. Das wäre eines der Titel, die ich auch alleine spielen würde. Wer möchte nicht mit mir spielen? Naja, es war halt trotzdem eine Single-Player. Ah, da oben, guck mal. Ja, sag ich doch. Kommst du überhaupt von dort hin? Das habe ich doch auch schon gemacht. Er holt jetzt den... Den Deku? Ne, das klappt nicht. Das reicht nicht. Wie kommt man da hoch? Mit dem hier... Warum versuchst du es auch? Mit dem Enterhaken kannst du das Ding noch herholen. Ach ja, verdammt, das hättest du mal früher sagen müssen. Ja, da bist du schon gesprungen. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ja, du bist einfach zu krank, ey. Weißt du... Mach mal was für deine Gesundheit, dann wäre das gar nicht erst passiert. Du bist krank. Die Glibber an. Ja. In your face. Toll. Gib mir den grünen Glibber. Der grüne Wackelpudding. Der grüne Glibber. Ja. Vielleicht schenkt Oma uns ja nochmal 20 Rubine, wenn wir lieb zu ihr sind. Mein ganzes Erspartes. Aber das war auch so traurig, also herzergreifend. Das ist schon so ein bisschen, ja. Danke. Ich glaube, es reicht nicht. Ja. Ja. Da musst du von oben wahrscheinlich. Vermutlich von oben, ja. Versuch mal von dem Haus links. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Alter. Ja, die Digimon-Songs. Sind schon schön. Ja, erkennt man auch extrem. Ist auch Minisong. Wie schweinisch alt wir schon sind. Ja. Die Hälfte unserer Zuschauer wird die Songs gar nicht mehr kennen. Ja, die werden Digimon vermutlich gar nicht kennen. Ach Quatsch. Das Ding ist aber halt, würde es dich wundern? Ne, wundern würde es mich nicht. Das Ding ist halt auch, man merkt halt auch daran, wie alt wir sind, dass wir Anime-Songs auf Deutsch singen. Ja. Heutzutage das Genre hat sich ja in der Hinsicht so umgestellt, dass man eigentlich die Originalsongs beibehält. Richtig. Nur wir beide, ist das nicht wunderbar, nie alleine, du und ich. In unserer Zeit wurden die Songs dann halt noch auf was Deutsch umgeschrieben. Reticure. Das sagt mir gar nicht. Da unten ist noch einer. Ja, ich weiß, aber Reticure, ich habe wieder den Wendekreis von Link nicht mit einberechnet und... Wir haben genug. Übrigens. Habe ich schon gesagt. Achso. Ja, aber jetzt sind wir gerade schon mal kurz hier, also. Was gibt's noch für schöne alte Digimon-Lieder, sag ich schon, Anime-Lieder? Also Mila kann es schaffen. Du hast von schönen geredet. Also Mila Superstar war jetzt auch nicht ganz so cool. Nee. Heidi. Aber, ne, ja, Heidi ist auch kein Anime. Doch Heidi, ist, Heidi Anime. Ist ein Anime. Heidi ist der erste Anime. Heidi ist offiziell ein Anime? Ja. Heidi ist ein Anime, ja.
Das verstört mich jetzt. Das ist offiziell, glaube ich, sogar der erste Anime, den es gibt. In Deutschland. Nee, nicht in Deutschland. Doch, in Deutschland. Also ich hätte halt. Ach stimmt, vom Zeichenstil her. Es ist ein Anime, es ist auf jeden Fall ein Anime. Stimmt, ja. Das hast du nur damals noch nicht gekannt als Anime. Ja, damals war es halt immer noch Zeichentrick. Ja. Und was war der allererste richtige Anime, den man so geschaut hat? Bei mir war es, glaube ich, die Kickers. Echt? Ja. Gott, das war ich jetzt viel länger. Was hast du Sailor Moon. Vor? Sailor Moon ist älter. Ja, aber Kickers, ja, aber so als es damals im deutschen Fernsehen lief, kam Kickers doch zur selben Zeit noch, oder? Nee, ich glaube, Sailor Moon kam zuerst. Na gut, aber Sailor Moon ist jetzt vielleicht auch nicht ganz das Genre eines Mannes, was du jetzt mal zugeben müsstest. Ich fand Sailor Moon toll. Ich finde Sailor Moon immer noch toll. Es leuchtet zurzeit auf Viva. Auf Viva? Ja. Montags bis Freitag ab 17.30 Uhr, glaube ich, das sind 103 Folgen. Ich bin da bloß zu dem Zeitpunkt nicht daheim, deswegen schaue ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich nachmittags davor saß und einfach eine Anime-Sendung nach der anderen geguckt habe, weil die alle da liefen. Auf Viva? Nein, auf RTL 2. Pokémon, Detective Conan. Pokémon war das Einzige, was ich nicht geguckt habe. Ich fand die Serie immer nicht gut. Wisst ihr, was richtig schlimm bei ihm daran war, um mal so ein bisschen eine Story aus meinem Pokémon-Leben zu erzählen? Ja. Ich habe Pokémon die Serie erst angefangen zu gucken, als die zweite Staffel lief. Und ich fand die zweite Staffel total kacke, aber die erste total geil. Ich fand komplett alle Staffeln nicht gut. Die Spiel war einfach tausendmal besser und ich fand die Serie. Die Filme sind richtig gut. Mhm. Die Filme waren gut. Ja. Der allererste war richtig geil. Das war der mit Mewtwo, ne? Mhm. Ja, es gibt doch jetzt auch so ein Pokémon Ora, glaube ich. Pokémon. Ja, Pokémon. Origins oder so heißt das, glaube ich. Da gibt es 4 Folgen von, habe ich mir sagen lassen. Soll ganz toll sein. Also ja, Pokémon, die Serie fand ich gut. Der Film war richtig klasse. Also die Filme sind aber immer gut gewesen. Das heißt, mein Papa hat dich halt gerne geguckt. Ich war im ersten... War nicht im ersten Film zum Schluss sogar nach Ho-Oh zu gehen? Nein. Da war die zweite Generation. Ich weiß, und deswegen fand ich das auch so seltsam. Ich glaube, am Ende lief... Weil irgendwie dachte jeder, es wäre ein Lavados. Aber es sah nicht aus wie ein Lavados. Dann ist dann oben noch so geflogen. Das war ein Ho-Oh. Es gibt noch einen zweiten YouTube-Film. Oh, das ist nicht wahr. Welch meinst du den? Oh. Keine Ahnung. Der erste war ja Mew gegen Mewtwo und am Anfang war dieses mit diesem Pokémon-Paradies-Dingens da. Oh, diese mega traurige Szene, als dann Ash zu Stein erstarrte. Ja. Das war. Welches war denn der, welches war das nicht sogar der erste Film, wo Team Rocket dann am Ende gesagt hat, sie haben verstanden, dass sie es falsch gemacht haben und ihm dann noch geholfen haben und so? Ich glaube, es war die. Als Kind hat man da ja Tränen vergossen. Der erste da Digimon. Da war ich im Kino damals, da ja, war ich fast mit der gesamten Klasse im Kino. Ich war nicht mit der Klasse, sondern mit bei uns hier im Ort gibt es unten halt den Saal, wo wir waren. Dort, das war früher ein Kino, hab ich glaube schon mal erzählt. Das war ein Kino? Das war kein Kino, aber da wurden immer so dorfmäßig Kino gemacht. Also da wurde halt einfach so ein Projektor hingesetzt und dann hat man da halt Kino geguckt. War ziemlich cool. Also dann hat man natürlich auch mit allen Kindern aus dem Dorf und Umgebung dann da hingesetzt und hat Pokémon geguckt. Auf diesen Saalstühlen auch. Also du hast keinen festen Reihen gehabt, sondern bist dann irgendwie zum Schluss mit 5000 Leuten vorne, 5000 ist übertrieben, vor vorne gewesen. So viele wurden nicht total, total alle auf dem Haufen und alle gucken da zusammen auf dem Kinoleinwand den Film. War mega geil. Der erste Digimon-Movie ist auch sehr gut. Oder auf dem Tisch haben wir auch gesessen. Ich fand auch den ersten Digimon-Movie sehr gut. Auch wenn ich hatte ein bisschen Angst, muss ich schon sagen. Ja, Digimon fand die Serie immer besser als die Filme. Was ich persönlich aus meiner eigenen Anime-Zeit so ein bisschen bereue, ist, dass ich hier die Ghibli Studio-Movies viel zu spät geguckt habe. Also ich war da sehr, sehr alt schon, als ich die ersten Filme davon gesehen habe. Er kennt nicht mal Ghibli. Und das also ist natürlich kenne ich Ghibli. Jeder kennt Ghibli. Letztens wusstest du nicht mehr, was das ist. Natürlich kenne ich Ghibli. Aber du hast noch nie einen Ghibli-Movie geguckt? Nee, die habe ich auch nicht. Ich kenne nur das Spiel quasi. Spiel? Das, was jetzt letztens erst rauskam, was mit dem Ghibli-Studio zusammengearbeitet hat. Ni no Kuni. Ni no Kuni, danke. Das war aber nur ein Zeichner von Ghibli. Ja, gut, von mir aus. Aber es ist ja trotzdem ein ziemlich ähnlicher Zeichenstil. Ja. Also das Gleiche. Freue ich wirklich so ein bisschen, dass ich glaube, ich habe Prinzessin Mononoke geguckt, als ich 13 oder so war. Oh Gott, der ist so alt, der Film ist älter als ich. Die sind uralt und dann erinnere ich mich noch daran, dann kam das so Stück für Stück und dann, weiß ich nicht, hat mein Vater irgendwann mal aus der Videothek damals auf DVD Chihiros Reise ins Zauberland mitgebracht. Und dann kam es so Stück für Stück, so das wandelnde Schloss und so. Königreich der Katzen. Das habe ich nicht gesehen. Das Mädchen, das durch die Zukunft springt. Ghibli macht unheimlich schöne Filme. So Leute, wir haben alle Karten. Ich möchte auch unbedingt alle Ghibli-Filme auf Blu-ray haben. Die sind so schön.
Schöne Verpackung. Was ich halt vor allem jetzt nachgestern also geguckt habe an Animes, waren eben Digimon, Beyblade, Detective Conan, aber bei denen schon eher weniger, muss ich zugeben. Ich fand es schön bei Detective Conan ist, dass man da jederzeit reingucken konnte und weil immer dann ein anderer Fall behandelt worden ist. Das war auch ganz praktisch. Ja, stimmt, das weiß ich. Aber dann hat man immer die Main Story nicht mitbekommen, weil man darf ja mal nicht vergessen, Conan hat ja auch eine Main Story. Ja, die ist aber total ins. Die ist ja total so nebensächlich gewesen. Du hättest auch 5 Folgen auslassen können. Okay, und wir haben alle Karten. Hättest dann trotzdem nichts verpasst. Fangen wir mal eins bei eins abzuarbeiten, oder? Da. Du warst gerade eins, ne?